In diesem Video vergleiche ich den Telekom Media Receiver 401 mit der neuen Magenta TV Box. Zunächst das Offensichtliche, die Optik der beiden Boxen unterscheidet sich ja hier relativ deutlich. Ich habe hier den MR401 oder Media Receiver 401 in sehr flachem Design mit den Anschlüssen an der Rückseite. Ansonsten halt Lüftungsschlitze unten, die Festplatte von hinten und vorne mit einem Display und einigen Bedienelementen. Und zum Vergleich hier die neue Magenta TV Box, eher im quadratischen Design. Diese hat Tasten an der Vorderseite, die Festplatte auch hier hinten und die Anschlüsse. Und sowohl an der Unterseite außenrum als auch hier an der Oberseite Lüftungsschlitze für eine optimale Belüftung. Beides sind IPTV-Empfänger, die für die neue Magenta TV-Plattform geschaffen sind. Sie unterstützen UHD, also 4K-Fernsehen, mit HDR, High Dynamic Range, also für optimale Kontrastverhältnisse. Beide haben Dolby Digitalton und die Magenta TV-Box auch Unterstützung von Dolby Atmos. Was die inneren Werte betrifft, der Prozessor wurde verbessert bei der neuen TV-Box. Das heißt, hier habe ich einen Dual-Core-Prozessor mit 1,7 GHz und hier einen Quad-Core-Prozessor mit 1,5 GHz. Und der Arbeitsspeicher wurde ebenfalls verdoppelt von 2 GB auf hier 4 GB. An der Rückseite beider Boxen befinden sich die Anschlüsse. Hier bei der Magenta TV-Box gibt es noch eine kleine Klappe zum Abnehmen. Ich habe hier oben rechts den LAN-Anschluss für ein Netzwerk, um die Box per Ethernet-Kabel mit dem Router zu verbinden. Den gleichen LAN-Port gibt es auch hier unten an der Box. Besonderheit bei der Magenta TV-Box oben ist, dass diese aber auch kabellos per WLAN verbunden werden kann. Dies ist mit dem MR401 nicht möglich. HDMI-Ausgang haben auch beide für den Anschluss des Fernsehers. Hier HDMI 2.1 und beim MR401 HDMI 2.0a. Die USB-Schnittstellen hier oder hier die eine sind nur für den Servicefall da, das heißt also, die haben sonst keine Bewandtnis für Sie. Ich habe hier noch einen Reset-Button fürs WLAN bei der neuen Box und hier den Reset-Button für die TV-Box an sich. Und das Reset gibt es auch hier unten an der Vorgängerversion 401. Ansonsten bei dem Vorgänger 401 gibt es noch einen Optical Out und einen Koaxial Out, das heißt für Ton mit der Stereoanlage. Dies ist beim neuen Receiver nicht mehr integriert, weil die meisten Kunden ohnehin den Ton über HDMI nutzen, zum Beispiel über EAEC. Hier auf der rechten Seite bei der neuen Box und ebenfalls hier ist noch der Anschluss des Netzteiles vorgesehen, um die Box mit Strom zu versorgen. Beide Receiver haben eine 500 GB große Festplatte, in dem Fall eine Wechselfestplatte. Hier bei der TV-Box auch hinter der Klappe letztlich dann versteckt, wenn ich die dann wieder drauf mache. Und hier unten beim Media Receiver 401 ebenfalls dann hinter einer Klappe versteckt, die dann hier noch drauf kommt. Wechselfestplatte heißt im Servicefall, wenn das Gerät zum Beispiel mal defekt sein sollte, können Sie die Festplatte behalten und im Austauschgerät dann wieder einbauen, um so weiterhin Ihre Aufnahmen zu behalten. Es ist nicht vorgesehen, hier eine eigene größere Festplatte einzubauen. Diese Funktion ist gesperrt. Hier haben wir die Fernbedienung beider Geräte. Links die Fernbedienung vom MR401, relativ groß in Glanzoptik. Das ist eine Infrarot-Fernbedienung, das heißt also, die muss dann auch zur Bedienung des Media Receivers in die Richtung gehalten werden, wo der Infrarotempfänger verbaut ist im Receiver. Relativ viele Tasten, damit für manche Leute auch vielleicht etwas unübersichtlich. Rechts die neue Fernbedienung von der Magenta TV-Box. Das ist eine Bluetooth-Fernbedienung, das heißt, die funktioniert etwa im Umkreis von 8 Metern um den Receiver herum. Letztlich auch egal, wie rum Sie die halten oder ob die auf dem Sofa liegt, die Funksignale werden trotzdem übertragen. Außerdem ein Vorteil, ich habe hier diese Taste mit der Lupe für die Sprachsteuerung. Hier oben ist ein Mikrofon verbaut, das heißt, ich kann hier den Receiver auch per Sprache steuern, zum Beispiel den Sender umschalten oder andere Funktionen nutzen. Beim MR401 funktioniert das nur, wenn Sie die Magenta TV-App nutzen. Zum Stromverbrauch. Der MR401 verbraucht im Betrieb etwa 9 Watt, die neue Box etwa 10 Watt. Im Standby-Modus sind es 7 Watt bei der hier und etwa
weniger als 8,5 Watt bei der neuen Box. Und im echten Ruhezustand, wenn Sie den aktivieren sollten, sind es bei der alten Box 3 Watt und bei der neuen unter 6,5 Watt. Der leicht höhere Stromverbrauch kommt allerdings dadurch, dass Sie ja diese WLAN-Repeater-Funktion haben. Das heißt, der WLAN-Repeater bleibt natürlich permanent an, um das WLAN-Signal auch permanent zu verstärken. Und wenn man überlegt, dass auch ein WLAN-Repeater selbst ja relativ viel Strom verbraucht, so ist unterm Strich es für Sie günstiger, dieses kombinierte Gerät zu nutzen. Besonderheit der Magenta TV-Box ist ja auch die WLAN-Funktion. Das heißt, ich kann die Box kabellos mit meinem Router, wie zum Beispiel mit dem Speedport Smart, verbinden, also Fernsehen ohne Netzwerkkabel zu verlegen. Aber zusätzlich ist auch noch ein WLAN-Repeater mit Mesh-Funktion integriert. Das heißt, zur Erweiterung oder zur Verstärkung meines WLAN-Netzes zu Hause. Letztlich das, was bisher die Extra-Geräte gemacht haben, wie hier der Speed Home Wi-Fi oder der neue Speed Home WLAN, ist hier in der Box integriert. Angenommen, ich habe hier meinen Router stehen im Flur, hätte jetzt im Wohnzimmer diese Box stehen, dann hätte ich hier eine Empfangsverstärkung im Wohnzimmer. Und wenn ich zum Beispiel hier im Kinderzimmer auch nochmal die Magenta TV Zweitbox hier, die Playbox, stehen hätte, auch die hat diese Repeating-Funktion integriert. Und oben zum Beispiel hat dieses Speed Home Wi-Fi Adapter. So habe ich mein gesamtes Haus optimal mit WLAN versorgt. Ja, wie kann das Ganze aussehen? Ich habe jetzt hier das Menü meines Routers mal aufgerufen vom Speedport Smart, der Router hier oben. Dann habe ich einen Magenta TV Receiver, in dem Fall die Zweitbox, per Netzwerkkabel angeschlossen. Also hier mit 1 Gigabit und durchgehender Linie. Auch die ist dann Bestandteil meines Mesh-Netzwerkes, wenn ich das möchte. Habe hier die Hauptbox, die Magenta TV-Box, per WLAN verbunden. Ich sehe auch hier, mit welcher Geschwindigkeit sie verbunden ist, also mit einem sehr guten Signal. In dem Fall steht sie auch direkt nebeneinander. Auch hier Bestandteil des Mesh-Netzwerkes. Und habe hier zum Beispiel noch den Speed Home WLAN-Adapter, der ebenfalls Mesh-Bestandteil ist und für optimale Funkversorgung sorgt. Die Menüführung des Receivers ist bei beiden Modellen gleich, weil beide die gleiche Magenta TV-Plattform nutzen. Ich habe also hier meine Startseite, TV-Programm, eigene Inhalte. Die Besonderheit, die vorhin auch schon erwähnt wurde von mir, ist die Sprachsteuerung, die ich per Fernbedienung machen kann. Schalte auf RTL. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel den Sender umschalten oder ich kann auch nach Filmen suchen. Suche nach Film, keine Zeit zu sterben. Auch hier wird jetzt wieder angezeigt, was die Sprachsteuerung erkannt hat. Und jetzt hier bin ich dann zu dem Film direkt gesprungen und könnte den jetzt hier auswählen, kaufen oder ausleihen. Momentan sind beide Empfänger im Telekom-Shop parallel erhältlich, weil es ja letztlich auch zwei verschiedene Zielgruppen gibt. Welcher Receiver für Sie passend ist, ist letztlich abhängig vom Anwendungsfall. Wenn Sie das Gerät nur zum Fernsehen nutzen wollen und auch kein Problem damit haben, ein Netzwerkkabel zu verlegen, dann ist der MediaReceiver 401 die kostengünstigere Wahl. Wenn Sie aber den Receiver per WLAN verbinden wollen, ohne Kabel zu verlegen oder ohne kostenpflichtige andere Varianten wie WLAN-Bridges zu installieren, dann ist die Magenta TV-Box auf jeden Fall die klare Empfehlung. Und zusätzlich hat die halt den Vorteil, dass Sie das WLAN verstärkt in Ihrem Haus, also insbesondere zwischen Router und dem Receiver ein paar Meter dazwischen liegen, dass einfach, oder Sie das Ding in die Fensterbank stellen und damit noch Ihren Garten versorgen. Dann haben Sie halt diesen Vorteil der TV-Box. Auf unserer Webseite beraten wir Sie gern zu Tarifen und auch zur Verfügbarkeit von Telekom-Tarifen, ob zum Beispiel ein schneller Glasfaseranschluss oder VDSL-Anschluss an Ihrem Standort verfügbar ist. Alternativ können Sie auch unsere unabhängige Hotline anrufen.